Recht herzlich willkommen zur 198. Folge von City Skylines. Ja, letztes Mal haben wir nach Müll geguckt, was mir dann auch so ein bisschen aufgefallen war. Das war, hier waren viele Tote, die nicht abgeholt wurden, ne? Oder vertue ich mich? Das war noch hier irgendwo, ne? Hier war das, aber jetzt dann doch nicht. Okay, dann passt das wohl noch. Ja, Friedhof, da ist schon klar, da ist aber noch Platz. Und auf dem annähernd auch. Gut, okay, aber hier ist... Ne, das ist ein Park, ne? Genau, das ist kein Friedhof. Gut, dann geht das, aber wir können ja mal gerade hier das Gesundheitswesen mit den Friedhöfen aufrufen und nochmal durchschauen. Ob da irgendwo was ist, was wir machen müssen. Der da hinten wird geräumt. Die sind deaktiviert. Aber das passt eigentlich. Friedhofsauslastung 43% geht. Könnte schlimmer sein, ne? Ist die Frage, ob wir hier noch einen brauchen. Da wütet ein Feuer. Da müssten wir vielleicht mal eher hinterher gucken. Das sieht eigentlich alles ganz gut aus, ne? Obwohl da... ja, das nochmal anklicken. Räumung beendet. Dann können wir da wieder aufmachen. Und hier war auch einer, ne? Räumung beendet. Ne, mehrere Probleme. Ach, der ist aus. Okay. Was sind das für Symbole jetzt hier gerade? Nicht genügend Wärme. Okay. Das betrifft gerade die ganze Stadt, oder wie sehe ich das? Das heißt, wir brauchen ein Heizkraftwerk schnell noch. Wo war das denn jetzt noch? Hier. Wo machen wir das hin? Hier? Geht das hier irgendwo hin? Geht nirgendwo hin gerade, ne? Ah, jetzt kommt die Wärme wieder. Aber trotzdem sollten wir ganz schnell was daran tun, dass wir mehr Reserven da haben. Wo sind die Reserven? Hier oben ist was, ja. Und wo ist noch was? Hier unten sind zwei. Okay. Gibt es hier noch irgendwo eine Wärmegeschichte? Nicht wirklich, ne? Dann sollten wir das nochmal irgendwo aufnehmen, denke ich. Ist hier irgendwo eine Möglichkeit? Nicht wirklich, ne? Hier geht das Wasser bis dahin. Sehr interessant. Hier am Ende wäre Platz, ne? Geht aber vom Bauart nicht. Haben wir hier irgendwo noch was? Okay, hier sind ganz viele leerstehende Industrie. Sag schon. Ich komme nicht drauf. Grundstücke. Also hier könnte man das definitiv hinbauen. An dieser Straße geht was. Zack, machen wir das. Und verbinden die beiden Sachen zueinander. Dann sollte da auch... Wohl Heizung ist jetzt da, ne? Eben war das aber nicht da. Warum war da eben die Heizung ausgefallen? Naja, vielleicht lag es auch daran, dass wir das noch nicht gewartet haben, aber nicht drauf geachtet gerade. Da ist was mit Wasser nicht versorgt. Okay. Der Bogen, dem fehlt Wasser. Komm, machen wir so. Wunderbar. Da sollte jetzt auch Wasser fließen, ne? Kleine Gebäude. Ach cool. Größere Gebäude. Aha. Und alle Gebäude, alles klar. Ja, das Wasser läuft da wieder. Temperatur sollte jetzt möglich sein. Warum da jetzt so ein Ausfall war, weiß ich nicht. War der Monat so kalt? Oh, da gibt es einen, der kein Wasser hat. Warum hat der kein Wasser?
Jetzt ist aber weg dann, ne? Jo, passt. Gut, das haben wir geklärt. Dann gucken wir noch mal hier schnell rein. Hier unten gibt es ein paar, wo es ein Engpass ist. Ja, sollten wir hier noch am Friedhof hinmachen? Gute Frage, ne? Ja, ich denke schon, oder? Oder auch nicht. Gibt es hier ein Krematorium? Nein, hier gibt es kein Krematorium. Dann sollten wir vielleicht das machen. Was ist denn das denn hier noch für Sauna, Rettungsschraube? Machen wir hier ein Sanatorium irgendwo hin. Ja. Ist hier irgendwo noch eine Lücke, die man machen nehmen könnte? Nicht wirklich, oder? Irgendwo eine Baulücke, die wäre. Hier wäre eine, aber. Ja, komm doch. Machen wir das dahin und fertig. Okay, hier diesen hinteren Bereich hat es natürlich nicht erreicht, ne? Ist auch klar. Und hier haben wir auch ein paar Schwierigkeiten. Dann können wir da doch noch was machen, oder? Packen wir aber ziemlich weit nach hier vorne, denke ich. Na, diese vor allem mitnehmen, die hier farblich etwas schwach sind, ne? Ob das jetzt besser wird, ist die nächste Frage, ne? Die bleiben braun, interessant. Sechzehn von 16 Haushalte. Nochmal da rein. Hat sich farblich nicht geändert. Ja, okay. Alles gut, erstmal soweit. Dann gucken wir mal weiter. Ach so, das Industriegebiet hatten wir ja noch mit den vielen Freiflächen, ne? Hier fehlen wieder Arbeiter. Da ist auch noch eins. Gehen wir mal gerade ein bisschen aufräumen, vor allem hier wahrscheinlich, ne? Oh, hier hat's Feuer gewütet. Da muss unbedingt irgendwie noch eine Feuerwache hier hin, oder? Boah, das ist ja wieder. Warte mal, dann sollten wir vielleicht sofort. Arztpraxis? Nee. Ach so, der ist daneben. Haben wir gerade hier Räume freigeschaffen. Hier sind sie. Das bedeutet, wir können da ja mal noch eine Feuerwache einsetzen, oder? Boah, da sind schon so viele. Was ist das? Löschhubschrauberdepot. Die sind aber nur für Waldbrände, oder? Waldbrände, okay. Also eine Hauptwache ist auch da und genauso wie da. Wo willst du denn hier jetzt noch was hinsetzen? Dass das besser wird. Man sieht es ja auch, dass alles grüne Straßen sind und trotzdem ist die Brandgefahr da. Woran liegt das? Weil es Industrie ist, da ist sowieso Gefahr, ne, oder? Und guck mal, das Gebäude hier, was ist das? Keine Ahnung, für Opa oder was? Hat gar keine Straßenanbindung mehr. Aquarium, okay. Und wie sollen wir da eine Straßenanbindung hinkriegen? Das ist die Frage, ne? Das hat ja einer irgendwann mal dahin gebaut, oder?
Ist dadurch jetzt eine Straße gegeben? Wahrscheinlich nicht, weil der Eingang keine Ahnung wo ist. Nee, funktioniert nicht. Hier sind Parkplätze und wahrscheinlich muss die das Ding dahin. Und da funktioniert das nicht. Ja, da hilft wahrscheinlich nur eins, ne? Die Kiste noch mal abreißen. Ja. Funktioniert da ja sowieso nicht, ne? So. Jetzt müsste man gucken, ob man das wieder hinkriegt. Wo waren Parks? Da. Mal gucken, ob man da das Aquarium so schnell findet, ne? Ach, das ist bestimmt ein einzigartiges Gebäude gewesen, ne? Ah, oder Tourismus und Freizeit? Angeltouren, Jetski-Verleih, okay, Yachthafen, Restaurant Pier. Ja. Plätze? Requisiten? Zum Schickmachen, ne? Hier gehe ich mal von aus, ist es nicht bei. Skateboard Park, okay. Das ist es alle nicht. Wo finde ich denn die einzigartigen Gebäude dann? Da. Tourismus und Freizeit. Bombastische Springbrunnen. Da ist noch nicht mal alles freigeschaltet. Das Stadion haben wir schon. Jetzt haben wir das abgerissen und dürfen das nicht wieder aufbauen, ne? Doch, da ist es. Da geht nämlich jetzt nichts mehr. Schade, ne? Naja. Ist halt so. Da ist noch ein deaktiviertes Gebäude. Wo können wir das hinpappen? Naja, da unten wäre schön gewesen, wenn es da wieder hingeht, aber geht's ja nicht. Da ist auch alle nix. Hier geht das auch nicht hin. Ja, ich glaube, wir können das auch hier mal hinsetzen. Da haben wir ja was neu gemacht, ne? Zack. So, haben die Wasser? Nö, nicht wirklich. Fertig, Wasser ist da. Sollte funktionieren. Passt. Okay, Strom läuft sowieso. »192. Naja, gut. Irgendwo war gerade noch ein deaktiviertes Gebäude davon. Ah, ja, das war hier hinten irgendwo, ne? Theater der Wunder. Machen wir wieder an. Kostet 1400. Okay, das ist nicht wenig, aber machen wir mal. Einzigartige Gebäude nochmal einschalten, bitte, und gucken, wo noch deaktivierte sind. Da ist noch eins deaktiviert und da auch noch. Okay. Nochmal. Das da. Ach, da sind sogar zwei. Oder ist das ein Park hier? Ja. Statue des Wohlstandes kostet uns 240. Nehmen wir auch noch mit.
Hier in der Ecke. Gebäude ist abgeschaltet. Kleines Stadion ist das. Es gibt welche, die mögen das nicht. Das sind keine Fans von irgendeiner Sportart, die da läuft. Und der läuft. War ja nicht noch irgendwo was? Ne, wohl nicht. So, hier oben ist noch da und da oben sind noch zwei, glaube ich. Gucken wir, was das für Kosten für uns sind, das zu aktivieren. Ja, das geht, das machen wir dann mal. Und hier sind noch zwei Sachen, das ist aber 48, das können wir uns auch noch leisten. Und der oder war nur noch der. Ne, das ist der Friedhof, das muss da in der Nähe liegen. Auch. Das ist es. Ne. Wo ist denn das jetzt? Das war es nicht. Da ist es. Freundlicher Stadtpark. 192 kostet der. Nehmen wir mit. Damit die Leute zufriedener werden. Okay. Da ist auch noch eins. Quelle vom Leben und Tod. 144 nehmen wir auch noch mit. Und sonst, ich glaube, sonst haben wir alles aktiviert jetzt wieder. Alle Gebäude einzigartige. So, hier räumen wir noch ein bisschen auf, denke ich. Machen wir hier in Blau, dann sieht man das besser. Denke ich, habe ich gedacht. Was ist das für ein Kraftwerk? Ölkraftwerk? Ach, das hat wahrscheinlich keine Ressourcen wieder, ne? Nicht genügend Treibstoff, genau. Da haben wir noch ein Problem mit dem Treibstoff. Da holen wir den Bagger raus und hauen erstmal hier das um. Denen fehlen hier die ungebildeten Arbeiter, wie man sieht. Und dann hauen die alle ab. Müllabfuhr sollte auch mal vorbeifahren. Ah, das läuft hier gerade in diesem Industriegebiet. Oh shit, da habe ich jetzt gerade den Schwenk gehabt auf ein neues Gebäude. Na, da hat es auch gerade einen erwischt. Okay. Keine Ahnung, was damit los ist. Da ist noch ein Hochhaus, da ist noch ein weiteres Haus. 97.000 haben wir gerade. Und hier sind keine Arbeitsplätze gleich mehr verfügbar. Weil die keine ungebildeten Arbeiter wahrscheinlich haben. Gucken wir uns mal gerade an. Nicht genügend Arbeiter. Ja, die Ungebildeten fehlen, wie wir sehen. Vor allem, andere auch, aber die Ungebildeten vor allem. Ja, es fehlen überall ungebildete Arbeiter. Gut, das bedeutet, irgendwo muss er noch so ein Viertel aufbauen, wo keine Schule ist. Dann gucken wir doch mal gerade, wo wir keine Schule haben. Hin zum Beispiel, ne? Kleine Wohnung, ungebildet. Da gibt's auch keine. Also da gibt's auch ungebildete. Vielleicht sollten wir hier noch sowas machen. Ja. Hier hinten möchten die bestimmt wohnen, die Ungebildeten, ne? Also das mal frei für weitere Kreuzungen. Da geht noch eine Reihe hin. Wir haben ja auch hier von Nöten, ne?
Und bauen welche schon? Irgendwie war da gerade was zu sehen, oder? Ja, das erste Haus wird gebaut. Und dann können wir gleich mal Bildung anmachen und sehen wir noch nichts, weil noch gebaut wird. Okay. Das passt schon mit dem Strom, weil da ja auch das lang geht. Fertig, zwei haben schon Strom und es werden noch mehr gebaut. Passt. 12.000 haben wir hier plus. Verlieren gerade ein paar Leute. Kratzen aber immer noch an den 97.000 rum. Und die haben keine Schule hier. Das ist schon mal gut, weil dann kriegen wir hier die ungebildeten Arbeiter auf jeden Fall weg. Ja, läuft, oder? Also, das wird noch ein Wasserproblem. Nee, doch nicht mehr. Hier ist schon fertig gebaut. Cool. Kein Wasserproblem. Ja, und weitergebaut wird auch mit Wohnungen. Läuft. Hier gibt es ja auch billigen Wohnraum wegen dem Kraftwerk daneben, ne? Oder für zum Ausgleich das Aquarium. Das Wasser, was hier drin ist, dann radioaktiv, was auch echt. Naja, gut, okay. Dann denke ich aber, dass wir für diese Folge erstmal genug haben. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.